Einen wunderschönen guten Morgen, Herr Bärchen. Guten Morgen, Emily Erdbeer. Was machst du denn hier? Ich experimentiere damit, Blumen unterschiedlich groß zu machen. Butzelbeeren groß und auch Bitzibärchen klein. So kannst du auch in einem kleinen Garten viele Blumen blühen lassen in verschiedenen Arten. Das ist wirklich eine ziemlich schlaue Idee. Es ist wirklich ein wunderschöner Morgen, um die Blumen zu bewundern. Oh, weißt du, ich bewundere sie nicht nur. Ich bin gerade dabei, aus diesen Blütenblättern ein neues Parfüm zu kreieren. Oh, riecht toll. Ja, toll. Aber es ist Teil meiner neuen Frühjahrskollektion, die allerbärig-beste, die ich je hatte. Also muss es super außergewöhnlich sein. Naja, da du eine reiche Auswahl an Blumen hast, solltest du ziemlich schnell etwas Außergewöhnliches zustande bringen. Auf Wiedersehen. Seltsam, aber es riecht wirklich gut. Guten Morgen, Himbeertörtchen. Oh, guten Morgen, Prinzessin Bärchen. Ich möchte dich um einen Gefallen bitten. Oh, was kann ich für dich tun? Du weißt ja, dass ich den Bärchen gern helfe, jederzeit. Groß oder klein, ich bin zu allem bereit. Ihr müsst unbedingt meinen neuen Bärenpudding probieren. Das klingt ja köstlich. Wo ist Himbeertörtchen? Ich habe sie heute noch nicht gesehen. Da ist sie ja. Hallo, Himbeertörtchen. Bist du bereit, mit uns zu nähen? Kein Nähen mehr. Bitte. Ich bin nur hergekommen, um euch zu sagen, ich komme nicht zum Quiltclub heute. Aber das ist doch dein Lieblingsclub. Stimmt irgendwas nicht? Ja, das hier. Ich habe der Prinzessin versprochen, für alle Bärchen Arbeitshosen zu nähen. Für das jährliche Marmeladenstampfen. Dutzende über Dutzende davon. Ich dachte, das würde leicht sein, weil die Bärchen doch so klein sind. Aber jetzt stellt sich heraus, dass so etwas Kleines zu nähen in Wahrheit total schwer ist. Damit die Hosen wirklich wasserdicht sind, müssen die Stiche bitzi-mini-tini-winzig sein. Und das ist viel zu klein für meine Nähmaschine. Und sie sind so schwer zu sehen. Oh je. Oh, das tut mir leid. Arme Himbeertörtchen. Oh je. Ach, Himbeertörtchen. Oh, wenn diese winzigen Bärchen doch bloß so groß wären wie wir, dann könnte ich wenigstens sehen, was ich da tue. Nur noch 70 Hosen. Die total schnell nähen, wenn sie nur nicht so winzig wären. Hey, ich habe eine Idee. Wenn die Bärchen größer wären, wäre nicht nur das Nähen einfacher, sondern größere Bärchen könnten auch viel mehr Marmelade stampfen. Hallo! Mal zu, sie sind zu groß für euch, aber ich weiß einen Weg, wie sie euch perfekt passen werden. Halte kurz still, damit ich... Oh, das duftet... Habe ich komisch gerochen oder so? Nein, warte kurz. Oh!
jetzt probier die Hose nochmal an. Tada! Wow, darf ich es auch mal probieren? Na klar, bitteschön. Oh, toll! Ja! Warte, nicht so springen! Ja, 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 ja! Seid vorsichtig! Oh nein, komm zurück! Oh, mein gutes Parfüm! Was ist denn das für ein Lärm? Was? Lassen. Herr Bärchen! Was ist denn mit ihm? Er hat mit einem Spray experimentiert, das Blumen wachsen lässt, ganz in der Nähe, wo du die Blütenblätter gesammelt hast. Und es war wirklich windig. Emily! Emily! Mein Spezialspray tut Dinge, die ich nicht verstehe. Wir wissen wahrscheinlich auch, wieso. Irgendwie ist ein Wachstumsspray in mein Parfüm gelangt. Und als ich die Bärchen damit eingesprüht habe... Du hast die Bärchen damit eingesprüht? Naja, ja. Ich hatte Probleme, diese furchtbar winzigen Arbeitshosen zu nähen, also... Aber Himbeertörtchen, hast du vielleicht auch daran gedacht, wie du die Bärchen wieder klein machen kannst? Tja, ich dachte, vielleicht gefällt es ihnen ja, groß zu sein. Oh. Herr Bärchen, du hast doch noch ein Spray, mit dem du die Blumen kleiner machen kannst, oder? Ja, das habe ich wirklich, egal welche Größe du benötigst. Wenn also Himbeertörtchen noch mehr Parfüm machen könnte und es dann vielleicht mit dem anderen Spray vermischt... Aber warum müssen wir es denn mit meinem Parfüm vermischen? Mein Spray funktioniert nicht so schnell, es dauert länger, bis es wirkt. Also muss irgendwas in dem Parfüm die Wirkung des Sprays verändert haben, als beide vermischt wurden. Dann müsst ihr zwei jetzt dafür sorgen, dass mehr Spezialparfüm gemixt wird. Ich bin hier fast fertig, Herr Bärchen. Also los! Oh,
hoffentlich funktioniert das auch. Nicht nur dein Wachstumsspray und das Parfüm, sondern auch die Bärchenfunken? Zum Glück bist du so klein, sonst hätten wir das doch nie rausgefunden. Ich kann Funken machen, mein Kind, aber ich weiß nicht, wie viele nötig sind. Dieses Mal klappt es bestimmt. Wir wussten, dass du das schaffst. Gut gemacht, Himbeertörtchen. Juhu, Himbeertörtchen. Dank Herr Bärchens Hilfe ist schwuppdiwupp alles wieder normal und... Und so weit hinauf. Und, wie kommt ihr voran, Himbeertörtchen? Tja, wir versuchen, mehr Parfüm zu machen. Aber Herr Bärchen konnte noch nicht die richtige Menge und Reihenfolge an Funken herausfinden. Lasst es uns noch mal versuchen. Diesmal fängt blau an. Ihr solltet euch besser ducken. Saft ausgeht. Oh, das ist so furchtbar schrecklich. Ich dachte, es würde helfen, wenn die Bärchen etwas größer wären. Ich hätte nie gedacht, dass das ganz Bitsi-Bärchenhausen beeinflusst. Im Moment sind wir die Einzigen, die die Bärchenfarm betreiben können. Weißt du was? Du hast recht. Zeig mir einfach, was ich tun soll. Ich habe dieses Problem verursacht, dann will ich es auch wieder gerade biegen. Ich werde auch helfen. Ich auch. Ich auch. Worauf wartet ihr noch? Na los. Himbeertörtchen, wir brauchen doch noch mehr von deinem Parfüm. Aber ich muss der Prinzessin auf der Bärchenfarm helfen. Außerdem bin ich...
bin ich doch sowieso zu klein, um an die Blumen heranzukommen. Das stimmt doch gar nicht. Denn obwohl wir klein sind, können wir große Taten vollbringen. Besonders wenn die Bärchen dir helfen. Sie kommen doch an die Blumen ran. Oh, mir ist gerade etwas eingefallen. Wenn wir auf der Bärchenfarm helfen, wer kümmert sich dann um unsere Läden? Obstsalat, kommt sofort, sobald ich weiß, wie man den macht. Oh, 2000 Tee an Tisch 5 oder noch an Tisch 4? Auf dem Weg! Wo bleiben meine Waffeln? Wie macht man Waffeln? Frag mich nicht, ich hab noch nie gekocht. Seht euch nur die vielen Bücher an. Was machen wir mit denen? Wo müssen die denn hin? Ich weiß es. Wir sortieren sie nach Farben. Ja, das machen wir. Ich nehme die Grünen. Das ist eine tolle Idee. Also, was müssen wir tun? Genau das, was sonst die Bärchen machen. Kommt schon. Das dort. Nur, wir könnten es so machen, wie die Bärchen es machen. Das sieht so einfach aus, ist es aber nicht. Oh oh. Seid. Es tut mir leid, dass ich versucht habe, euch zu verändern, nur weil ich mir die Dinge leichter machen wollte. Oh, und am Ende habe ich alles für ganz Bitsy Bärchenhausen noch schlimmer gemacht. Und jetzt müssen wir noch eine Portion machen, damit du und deine Freunde wieder normal groß werdet. Die Bärchen sind wieder zurück. Und sie sind wieder normal groß. Ich möchte gern wieder normal groß sein. Ich bin froh, dass alles wieder wie vorher ist. Wisst ihr, ich habe mir noch nie gewünscht, dass die Bärchen größer sind. Aber mir war auch nicht klar, wie wichtig es ist, dass jeder hier in Bitsy Bärchenhausen anders ist als die anderen. Ja, das stimmt. Mir auch nicht. Stimmt. Also verdanken wir dir und deinem Parfüm, dass wir herausgefunden haben, was für einen großen Beitrag die kleinen Bärchen leisten. Ganz egal, wie klein sie auch sind. Und um wie viel besser sie die Bärchenfarm betreiben, als wir es könnten. Jeder hat seine ganz eigenen Fähigkeiten. Egal wie groß oder klein. Die Bärchen leisten ihren Beitrag. Und wir unseren. Ich weiß, du hattest einen anstrengenden Tag, aber wir müssen morgen immer noch die Marmelade stampfen. Oh, und ich habe versprochen, bärchengroße Hosen zu nähen.
Vielleicht kann ich Herrn Bärchen überreden, mich noch mal klein zu machen, so dass ich... Oder wir helfen dir einfach dabei, noch mehr Hosen zu nähen. Pelius, Granatapfeltee und Apfelspalten. Herzlichen Dank, Fräulein Emily. Das ist bärig gern geschehen. Vielen Dank, dass Sie auf meinen Kaffee aufpassen. Es ist mir ein Vergnügen. Und wie gedeihen Ihre Blumen so? Ich hoffe, dass meine Blumen zum Blumenfest in ihrer ganzen Pracht blühen. Komm mit, Plätzchen. Ach ja, das Blumenfest, das Ereignis des Jahres. Herzlich willkommen, Emily. Hallo, schön, euch zu sehen. Guten Tag, Herr Bärchen. Wow, deine Rosen sehen bezaubernd aus dieses Jahr. Wie jedes Jahr. Vielleicht gewinnst du sogar wieder. Wie jedes Jahr. Danke vielmals, Citronella. Emily Erdbeer? Hier, Fräulein Emily, du solltest deine Blumen gießen. Dann werden sie schön sprießen. Aber danke schön. Die sind wirklich wunderschön, Citronella. Ich denke, dieses Jahr sind deine Blumen die haushohen Favoriten. Oh nein, du meinst doch nicht ernsthaft, dass meine Veilchen gegen deine Rosen irgendeine Chance haben. Glaubst du etwa, ich würde lügen? Du könntest den ersten Platz kriegen. Das ist wirklich nett von dir. Ah, erster Platz. Und nun werde ich an die Person unter uns, die am meisten und von morgens bis abends dafür geackert hat, dass ihre Blumen perfekt werden, den ersten Platz vergeben. An Citronella! Oh! Oh! Das hast du toll gemacht! Citronella! Was? Es ist schon spät. Kommst du mit rein? Wir haben uns schon Sorgen gemacht. Du bist seit Stunden hier draußen. Ich bin gleich da. Ich muss meine Veilchen auf Bett fertig machen. Gute Nacht. Bis morgen früh. Mein Veilchen! Furchtbar. Tragisch. Merkwürdig. Wir sind untröstlich, Citronella. Mein armes Veilchen. Was ist denn nur passiert? Das ist wirklich merkwürdig. Wir finden heraus, was passiert ist. Aber wer würde denn so etwas tun? Wer? Denkst du im Ernst, das Veilchen wurde gestohlen? Ein Blumendieb. Oh. Oh, guten Morgen, Fräulein Citronella. Du bist aber heute früh hier. Und du auch. Hallo! Hallo, Herr Bärchen! Citronella? Oh je, was erblicke ich? Du bist doch nicht etwa traurig! Es ist ein kleines Unglück passiert. Eines der Veilchen ist verschwunden. Oh nein! Aber wie? Das wissen wir auch nicht. Oh, das tut mir aufrichtig leid. Auch ich fühle tiefe Traurigkeit. Da bin ich mir ganz sicher. Komm mit, Citronella. Ich mach dir Pfannkuchen zum Frühstück und einen Weck-mich-auf-Überraschungssaft in meinem Kaffee. Citronella, du glaubst doch nicht wirklich, dass der nette Herr Bärchen so etwas tun würde, oder? Natürlich nicht, aber na ja... Hast du das denn nicht gesehen? Was gesehen? Sein Garten ist direkt neben meinem. Ja, das stimmt.
Also? Es stimmt aber auch, dass wir Herrn Bärchen schon sehr lange kennen. Du musst wirklich aufpassen, wenn du Leuten so etwas unterstellst. Das könnte nämlich ihre Gefühle verletzen. Ich würde nie jemandem wehtun wollen. Du hast ja recht, Emily. Herr Bärchen würde so etwas niemals tun. Was ist denn los, Fräulein Citronella? Mama, meine Veilchen, es sind noch mehr weg. Gestohlen! Oh nein, das kann nicht sein. Ich war hier die ganze Zeit, aber kein Räuber weit und breit. Nun ja, wir wissen ja gar nicht, ob es wirklich Diebstahl war. Wenn Herr Bärchen nichts gesehen hat, muss es eine andere Erklärung dafür geben. Ich kann Citronella schon verstehen, Emily. Außer Herrn Bärchen war den ganzen Tag niemand bei den Blumen. Und er hat gesagt, ich wäre seine größte Konkurrenz. Vielleicht war das ja nur ein Kompliment. Er ist wirklich sehr nett. Wieso denkst du überhaupt, er würde deine Veilchen stehlen? Weil seine Rosen den Blumenwettkampf jedes Jahr gewinnen. Und er will ganz sicher gehen, dass sie das auch dieses Jahr tun. Hey, du! Komm sofort wieder her, du kleiner Gauner! Oh. Oh, Citronella, das Verschwinden deiner Veilchen tut mir so leid. Ich weiß, wie viel sie dir bedeuten. Und wie furchtbar es ist, so etwas Spezielles zu verlieren. Das ist lieb von dir. Aber du würdest dich auch miserabel fühlen, wenn dir jemand Diebstahl unterstellen würde. Ja, ich weiß, aber wieso ist er immer da? Auch wenn sonst keiner da ist. Vielleicht ist er die ganze Zeit immer bei seinen Rosen, weil sie ihm einfach so viel bedeuten. Genauso viel, wie deine Veilchen dir bedeuten. Du hast ja recht. Also bitte verurteile nicht vorschnell jemanden, bevor wir wissen, was wirklich passiert ist. Okay? Okay, Emily. Ich versuch's. Und in der Zwischenzeit hoffen wir, dass das, was mit deinen Blumen passiert ist, nicht noch einmal passiert. Das kann doch nicht sein! Meine sind weg! Meine sind auch verschwunden. Wie konnte das nur? Wer war das? Genau wie Citronellas Veilchen. Jedem von uns fehlen Blumen. Nein, nicht jedem. Herr Bärchen, fehlen dir auch welche? Das ist unglaublich, aber wahr. Denn wie ich sehe, sind meine Rosen ja noch alle da. Wer sollte es sonst gewesen sein? Er muss der Dieb sein. Ich denke auch, Citronella hat recht. Das ist ernst, Emily. Wirklich ernst. Oh. Jetzt ist es passiert. Oh weh, ich kann's nicht verwenden. Meine allerschönsten Rosen sind einfach verschwunden. Ich kann sie nicht finden. Oh, Herr Bärchen, es tut mir so leid. Du ahnst gar nicht, wie sehr. Was machen wir denn jetzt? Das Blumenfest ist doch schon in 2 Tagen. Wir werden dieser Sache auf den Grund gehen, Prinzessin. Okay, Leute. Was habt ihr entdecken können? Also, wenn man bedenkt, wie viele Blumen fehlen, muss der sie mitgenommen hat. Falls sie jemand mitgenommen hat. Okay. Falls sie jemand mitgenommen hat, muss dieser jemand entweder sehr groß gewesen sein oder es sind viele gewesen. Aber wir haben keine Fußspuren gesehen. Ja, keine außer unseren eigenen. Also, das ist unheimlich. Oh, vielleicht ist der Dieb ja geflogen. Könnte sein. Inzwischen kann ich mir alles Mögliche vorstellen. Wo wart ihr in der Nacht, in der diese schrecklichen Dinge passiert sind? Ich hab geschlafen. Ich auch. Oh, geschlafen, hä? Huh? Das kommt mir doch sehr verdächtig vor. Citronella? Sie schlafen nachts immer. Oh,
Nein, tut mir leid. Aha! Veilchenblütensalat, hä? Hallo, Fräulein Zitronella. Ja, das ist meine Lieblingsspeise. Meine wertvollen Veilchen. Mittagessen. Herr Ropelius, wie konnten Sie nur? Oh, aber das sind doch nicht Ihre Veilchen. Ich habe sie gehegt und gepflegt und mich wochenlang um sie. Sind Sie nicht? Oh nein, ich züchte meine eigenen. Nur leider sind sie nicht schön genug für das Blumenfest, aber genau richtig zum Essen. Entschuldigen Sie bitte, Herr Ropelius. Emily, weißt du, ich fühle mich immer noch schlecht, weil ich Herrn Ropelius Gefühle verletzt habe. Und das, obwohl du mich gewarnt hast. Manchmal ist es echt schwer, nicht voreilige Schlüsse zu ziehen. Das mache ich nicht nochmal. Erst will ich Beweise. Und genau die suchen wir jetzt. Ja, bereit zum Fang den Deep Camping. Das wird sicher so unheimlich. Ich kann es kaum erwarten. Sehr lustig. Aber er ist viel zu klein, um der Dieb zu sein. Und er ist viel zu freundlich. Na los, wollen wir uns nicht die Bilder angucken? Oh, das ist ja schön. Das ist dir gut gelungen. Oh je, wie sehe ich denn aus? Ich sehe auch nicht besser aus. Hey, Zitronella, auf diesem Foto sehen deine Veilchen echt super aus. Wirklich gut gelungen, Emily. Dankeschön. Hey, Mädels, kommt mal alle her. Seht euch das an. Oh, wow. Was ist das nur? Ich weiß auch nicht. Aber was auch immer es war, wenn wir den Winkel des Fotos beachten, dann war es genau dort. Los, komm mit. Du willst es doch auch sehen, oder? Klar. Leise laufen. Seid bitte still. Vorsichtig. Kannst du es sehen? Ja, da ist es. Oh, vielleicht sollten wir lieber wegrennen. Hab doch keine Angst. Wir sind zu sechs, aber es ist allein. Ja, aber fünf von uns sind starr vor Schreck. Ich habe Prinzessin Bärchen gesagt, wir gehen der Sache auf den Grund. Und das werden wir auch tun. Und zwar jetzt. Das sind nur Schatten. Aber klar. Das ist, als ob wir glauben, Tiere in den Wolken zu sehen. Und was machen wir jetzt? Ich weiß, was ich jetzt tun werde. Du kommst mit zu mir nach Hause. Dort bist du sicher. Gib das Veilchen zurück. Was? Oh, was ist denn jetzt los? Oh Mann! Wenigstens war es nicht noch ein Blumendiebstahl. Lasst uns doch nächstes Jahr lieber ein Keramikfest veranstalten. Leute, ich schwöre euch, da war etwas unter der Erde. Alles ging hoch und runter zur Seite und vor wurde durchgeschüttelt. Es war wie das Ende der Welt. Das Ende der Welt? Nein, nicht das
Ende der Welt. Also fast das Ende der Welt? Nein. Dann der Tag vor dem Ende der Welt, wenn alles Leben, so wie wir es kennen, beginnt zu verschwinden. Flamely! Seht ihr? Was? Ruhig, beruhigt euch doch bitte. Da ist wirklich was unter der Erde. Es kommt von da hinten. Da ist doch unser Garten. Folgt mir. Seht nur, jetzt fehlen noch mehr von Herrn Bärchens Rosen. Oh, er wird so betrübt sein. Von meinen Blumen hier fehlen auch 3 Stück. Und bei mir sind es 2. Zum Glück habe ich mein schönstes Veilchen reingebracht. Hier draußen sind nur noch 4 Veilchen übrig. Ich kann mich ja irren, aber ich glaube, die verschwundenen Blumen und der wackelnde Boden haben in irgendeiner Weise miteinander zu tun. Oh, habt ihr das gesehen? Wie konnte... Was ist da? Ich komme zu dem Schluss, dass die Blumen nicht aus der Erde rausgerissen wurden. Genau, sie werden reingerissen. Oh! Haltet sie fest! Seht doch! Leute, ich wollte mich dafür entschuldigen, dass ich uns diese ganze Geschichte eingebrockt habe und vielleicht müssen wir gar nicht herausfinden, wer oder was die Blumen klaut und die Welt beendet. Bist du denn gar nicht neugierig? Komm schon, wir sind doch alle bei dir. Ja, was kann schon passieren, wenn deine Freunde dabei sind? Wie wäre es mit annähernd alles? Zitronella, es ist Zeit, dass wir endlich Licht ins Dunkel bringen. Na gut, Emily, wenn du das sagst. Monster? Oh, wieso hast du das gesagt? Denkst du, es hat einen Kopf oder 2? Hört sich eher nach 3 oder 4 an. Das kann nicht sein. Ist es grauenvoll oder richtig grauenvoll? Oder richtig, richtig grauenvoll? Es ist richtig, richtig süß. Hey, kleiner Kerl, hast du Angst vor uns? Wir werden dir nichts tun. Oh, hast du etwa Hunger? Los, wir helfen ihm. Lasst uns, eine Pyramide bauen. Das ist eine tolle Idee. Autsch! Oh, helft ihr mir mal? Gib mir deine Hand. Genau so geht's. Wir haben's geschafft. Ich denke, wir haben den Dieb. Ich glaube, da hast du recht. Nun, Zitronella, deine Veilchen haben hier auf jeden Fall einen Liebhaber gefunden. Hab ich ein Glück, dass es ein Ziesel ist. Wartet, er ist ja ganz niedlich. Aber was sagen wir Prinzessin Bärchen? Mit dem Lager hier unten können wir bald gar kein Blumenfest mehr feiern. Ja, was ist ein Blumenfest ohne Blumen? Ich glaube, ich habe da eine Idee. Zitronella, du bist die Beste. Aber es ist doch schade, dass du jetzt keine Veilchen mehr für den Wettkampf übrig hast. Ja, das ist wirklich schade. Ja.
dir vielleicht helfen, Herr Bärchen? Hallo, Zitronella, vielen Dank. Herr Bärchen, ich wollte mich noch entschuldigen, weil... Naja, ich dachte, dass du meine Veilchen gestohlen hast, weil du doch gewinnen wolltest. Oh, Kindchen! In meinem Herzen. Oh, da wusste ich, dass du es nicht warst, aber ich habe es trotzdem geglaubt, anstatt die Wahrheit herauszufinden. Kannst du mir das verzeihen? Aber natürlich, meine Liebe, weißt du, ich will ja wirklich gewinnen. Doch es würde keinen Spaß machen, wenn ich gegen niemanden antreten müsste. Ich hörte, dass du die Blumen, die du am liebsten hattest, aufgabst und damit meine und alle anderen gerettet hast. Danke. Und viel Glück. Ich hoffe, du gewinnst. Dankeschön, Zitronella. Und der zweite Platz geht an Herrn Bärchen für seine lieblichen Rosen. Nur zweiter? Er hat nicht den ersten Platz? Das glaube ich nicht. Ich finde seine Rosen am allerschönsten. Und nun der erste Platz für die wirklich allerschönsten Blumen in Bitzi Bärchenhausen. Der erste Platz geht an Zitronella B.C. Herzlichen Glückwunsch, deine Veilchen haben den Sieg wirklich und wahrhaftig verdient. Aber ich habe doch gar keine Blume eingereicht. Das hat Emily für dich getan. Oh, dankeschön, Emily. Das habe ich bärig gern gemacht. Aber es war eigentlich Herr Bärchens Idee. Dunkle und nicht ganz so stürmische Nacht. Alles war ruhig in der kleinen verschlafenen Stadt. Da wusste es noch niemand, aber merkwürdige Dinge würden passieren. Schnüffelnase, geniale Detektivin, habe wieder einen Fall gelöst. Oh, Boris, ist sie nicht einfach unglaublich? Ja, unglaublich. Der Fall der verschwundenen Freundin. Als es hier ankam, habe ich angefangen, es zu lesen und kann einfach nicht aufhören. Es ist nur schon lange Schlafenszeit. Oh, das tut mir leid, Boris, aber hör dir mal dieses Kapitel an. Auf die dunkle und nicht ganz so stürmische Nacht folgte ein heller und ganz und gar nicht stürmischer Tag. Durch meinen scharfsinnigen Geist konnte ich, Patty Schnüffelnase, geniale Detektivin, den Verdächtigen stellen. Ja, das sieht fantastisch aus, fantastisch. Das sieht wunderschön aus. Das wird eine glorreiche Glimmerbeerenernte dieses Jahr. Oh, oh, oh je, das ist ungeheuerlich. Das kann doch nicht. Unmöglich. Aber es ist wahr. Wirklich rätselhaft. Mysteriös. Himbeertörtchen, Bonnie, Orangella, es ist Zeit loszugehen. Was für ein bärig schöner Tag, um schwimmen zu gehen. Wir sollten keine Zeit verlieren. Wow. Wartet mal kurz. Wo ist denn Bonnie? Wo auch immer sie ist, hier jedenfalls nicht. Jetzt, wo du es sagst, in letzter Zeit kommt sie selten mit uns mit. Ja, ich wollte gestern mit ihr zusammen Mittag essen, aber sie hat angerufen, um unser Treffen auf nächste Woche zu verschieben. Bei mir auch. Sie rief an, um ihren Friseurtermin abzusagen. Bonnie? Bonnie? Aha! Ah! Hallo, Emily, Himbeertörtchen. Komm doch rein. Oh.
rechtzeitig gekommen, um dir zu helfen. Schön, dass wir... Helfen! Rollen! Was ist denn mit einem Buchladen passiert? Ich bin dabei, Platz zu schaffen für die Patty-Schnüffelnase-Bücher, die ich bestellt habe. Eigentlich gehören sie zu den Kriminalromanen. Andererseits könnte ich auch ein paar Ausgaben zu den Bestsellern stellen. Ich weiß ja, dass es sowieso Bestseller werden. Wo sind denn deine anderen Bücher? Kein Platz, die musste ich aussortieren. Jetzt führe ich nur noch Patty-Schnüffelnase-Kriminalromane. Ich lese ja auch nichts anderes. Bonnie, Krimis sind ja auch sehr spannend, aber eigentlich liebst du doch alle möglichen Bücher. Du liebst es, neue Dinge zu lernen. Aber die Krimis von Patty Schnüffelnase sind die besten Bücher, die mir seit Jahren untergekommen sind. Und sie ist so eine fantastische Detektivin. Ich wünschte, ich wäre auch so klug. Du bist doch klug, Bonnie. Und wie sie sich an jede winzige Kleinigkeit erinnern kann. Tja, von der Gabe könntest du tatsächlich auch ein wenig gebrauchen. Hm? Ja? Weil du schließlich unsere Verabredung zum Schwimmen heute vergessen hast, nicht wahr? Oh nein, das war heute? Das tut mir wirklich leid, Mädels, aber ich würde gerne erst die ganzen Bücher einsortieren. Vielleicht ein anderes Mal, hm? Gut. Morgen machen wir eine Wanderung. Ich werde da sein. Ihr könnt euch auf mich verlassen. Nur heute habe ich so viel zu tun. Okay, komm, wir gehen, Himbeertörtchen. Emily! Himbeertörtchen! Kommt schnell! Kommt mit! Herr Bärchen! Was ist? Kannst du uns nicht einfach sagen, was los ist? Wenn ich es euch erzähle, würdet ihr es mir nicht glauben. Ihr müsst es schon sehen. Mit euren eigenen Augen. Oh, was denn sehen? Das. Dort. Oh, was ist denn mit dieser Glimmerbeere passiert? Sie hat die seltene, die ungewöhnliche und rätselhafte Caroitis punctiotus. Was ist es, Veriotus? Caroitis punctiotus. Das ist eine Krankheit, wenn dir die Blätter einer Pflanze Karomuster und Punkte bekommen. Oh, ist das schlimm? Es ist jedenfalls nicht gut. Und aus modischer Sicht gesehen, ist das erst recht schrecklich. Was ist die Ursache dafür? Das ist ein Rätsel. Ich habe mal irgendwo gelesen, es könnte an einem Vitaminmangel liegen. Aber welches Vitamin fehlt, weiß ich nicht. Beschädigt es die Glimmerbeeren? Nicht, dass ich wüsste, aber so genau erinnere ich mich nicht mehr. Oh, kannst du denn irgendwas tun? Vielleicht könnte ich einen extra speziellen Vitaminpflanzendünger mixen. Ja, natürlich. Das ist es. Wunderbare Idee. Ich muss los. Tja... Wir sollten mal los zum Teich, wenn wir heute überhaupt noch schwimmen wollen. Ja, du hast recht. Lasst uns mal kontrollieren, ob wir alles haben, was wir brauchen. Essen? Ist da. Ferngläser? Oh, auch da. Wanderkarten? Nicht da. Bonnie sollte die mitbringen. Sie hat vergessen, sie mitzubringen? Sie hat vergessen, sich mitzubringen. Oh, Bonnie, nicht schon wieder. Lasst uns zu ihr gehen und sehen, was sie auffällt. Bonnie, hast du unsere Wanderung vergessen? Bin detektivieren. Was soll das denn schon wieder bedeuten? Bonnie, bist du da drin? Hallo? Hey, du da. Bonnie? Detektivin Bonnie. Wie sehe ich aus? Wie Patty Schnüffelnase. Danke. Was macht ihr gerade? Wartet, sagt nichts. Ich will es selbst herausfinden, so wie Patty. Sie weiß genau, wie sie die Gedanken von Kriminellen lesen kann. Kriminelle? Nun gut, mein überaus gutes Kombinationstalent sagt mir, dass ihr eine Wanderung unternehmt. Wie hast du das denn erraten? Ich habe nicht geraten. Ich habe mich gefragt, wieso haben diese Mädchen wohl Schmetterlingsnetze und Ferngläser dabei? Was für ein Zufall. Und wir haben uns gerade gefragt, wieso haben wir keine Wanderkarten dabei? Was sind für Wanderkarten? Na, die, die du mitbringen solltest. Ups, ich denke, die habe ich in einer Kiste verstaut.
Ich musste ja Platz machen für die Patty-Schnüffelnase-Krimis. Also, wenn du mit uns mitkommen willst, solltest du dich noch umziehen. Oh, das tut mir leid, wirklich. Ich will euch nicht aufhalten. Ich muss außerdem noch meine Detektivierungsfähigkeiten trainieren. Wir haben Muffins, deine Lieblingssorte. Blaubeere. Ach ja? Oh, nein, danke schön. Ich mag Muffins überhaupt nicht. Hä? Bis später. Ich muss los, um neue Rätsel zu lösen. Ist es nicht Patty Schnüffelnase, die Muffins nicht mag? Und nicht Bonnie? Ich mag doch Patty Schnüffelnase-Bücher auch total, aber was ist mit unserer Freundin Bonnie passiert? Das ist das eigentliche Rätsel. Ich verstehe es nicht. Wenn ihr mich fragt, steigert sich Bonnie viel zu sehr in diese Patty-Schnüffelnase-Krimis rein. Wisst ihr was? Wir könnten ja versuchen, einen wirklich neuen und absolut interessanten Pflanzentypus mitzubringen. Das wird sich vielleicht an ihre anderen Hobbys erinnern. Meinst du etwa sowas wie das? Was ist das? Oh nein! Das nennt man Caroides punctiotus und es breitet sich aus. Oh ja, das tut es. Mein extra spezieller Vitaminpflanzendünger hat nicht funktioniert. Heißt das etwa, dass vielleicht bald alle Pflanzen so aussehen? Ich befürchte, das stimmt. Und ich weiß nicht, was man dagegen unternimmt. Oh, wie wäre es, wenn wir alle Pflanzen, die in der Nähe stehen, entfernen, damit es sich nicht ausbreiten kann? Ja. Das könnte funktionieren. Hilfe. Herr Bärchen sagt, dass das vielleicht unser Problem löst. Puh, das war ganz schön viel Arbeit. Und es wäre leichter gewesen, wenn wir etwas Hilfe von, ihr wisst schon, wem gehabt hätten. Ja, du hast recht. Was haltet ihr davon, morgen was Lustiges zu unternehmen? Als Belohnung für die harte Arbeit. Vielleicht ein schönes Picknick auf der Wiese. Das klingt toll. Aber jetzt gerade brauche ich erstmal ein Nickerchen, ein ganz langes Nickerchen. Oh, wir sehen uns morgen. Gute Nacht. Schlaft gut. Träumt schön. Bonnie? Du da! Ich stehe kurz davor, das Rätsel zu lösen, wieso diese Blumen ihre Blüten schließen. Vielleicht sind sie ganz traurig. Vielleicht schämen sie sich ja auch. Vielleicht weil es dunkel wird und Blumen nun mal nachts ihre Blüten schließen. Aha! Sie tun das, weil es dunkel wird und Blumen nun mal nachts ihre Blüten schließen. Dieses Rätsel ist gelöst! Wenn du mit diesem Rätsel fertig bist, hast du denn eventuell Zeit für ein anderes? Aber natürlich, klar! Was ist es denn? Nein, sag es nicht! Das Rätsel um das rätselhafte Rätsel. Was könnte es sein? Wieso sollte ein Rätsel rätselhaft sein wollen? Und was würde Emily überhaupt rätselhaft finden? Ich könnte dir ja einen Hinweis geben. Du da! Wieso sehen diese Pflanzen so aus? Genau das ist ja das Rätsel. Irgendwas verursacht dieses Karo- und Punktemuster. Du kannst sicher herausfinden, warum sie so aussehen, mit Hilfe deiner Bücher. Nein. Ich werde diesen Fall im Patty-Schnüffelnase-Stil lösen. Und sie beginnt immer damit, Hinweise zu sammeln. Und dann kommt der lustige Teil. Der lustige Teil? Ja. Sich in die Gedanken des Kriminellen einfühlen. Sich zu fragen, was der Kriminelle wohl denkt. Wieso würden Pflanzen Karos und Punkte haben wollen? Vielleicht war ihnen langweilig. Aha! Ich weiß, was mit den Pflanzen los ist. Jemand hat sie angemalt. Wieso sollte jemand sie anmalen? Ganz genau. Und das werde ich herausfinden. Ich werde darauf warten, dass der Täter zum Tatort zurückkehrt. Das tun sie immer, weißt du? Das habe ich von Patty Schnüffelnase, der genialen Detektivin. Ich werde die ganze Nacht hierbleiben, wenn es nötig ist. Nicht eine einzige Winzigkeit wird meinem aufmerksamen Auge entgehen und dem anderen auch nicht. Huh?
nicht. Das ist bärig schlimm. Das Karo- und Punktemuster hat sich weiter ausgebreitet. Hey, vielleicht hat Bonnie das Rätsel ja gelöst. Wo ist sie eigentlich? Irgendwo hier müsste sie sein. Bonnie? Ja? Aha, du da. Also warst du es von Anfang an und deine kriminelle Komplizin. Dieses Rätsel ist gelöst. Also, warum habt ihr das getan? Was getan? Na, Karos und Punkte auf die Bärenpflanzen malen. Wir haben gar nichts angemalt. Und was macht ihr dann hier mitten in der Nacht? Wir wollten sehen, wie es dir geht, ob auch alles in Ordnung ist. Und eigentlich ist schon morgen. Aha, ich wusste das. Ich wollte nur sehen, ob ihr das auch wisst, dass ich das weiß. Wisst ihr? Also, wenn ihr mich bitte entschuldigen würdet, ich muss ein Rätsel lösen. Hier treibt sich irgendwo ein Schwerverbrecher rum. Ein Unhold, der keinerlei Geschmack hat. Hä? Oh nein, was wollen wir denn jetzt wegen Bonnie unternehmen? Sie hat gar keine Zeit mehr für uns. Und selbst wenn sie doch Zeit hat, ist sie mit ihren Gedanken ganz woanders. Sie tut so, als wäre sie Patty Schnüffelnase. Ja, ich glaube... Jetzt habe ich gerade eine Idee. Hört zu, ich brauche unbedingt eure Hilfe. Ihr müsst Folgendes tun. Es gibt noch ein Rätsel, Bonnie. Eins, das uns alle total überfordert. Naja, eigentlich arbeite ich noch an dem Karos- und Punkte-Rätsel, aber ich denke, ich kann noch eins dazwischen schieben. In dem Buch Die rätselhaften Maulbeerenrätsel hat Patty Schnüffelnase 10 Fälle auf einmal zu erledigen und sie hat alle gelöst. Sie ist einfach so großartig. Also, du da, was ist das für ein Rätsel? Naja, es ist sozusagen ein Fall einer vermissten Person. Aha! Warum verschwindet eine Person? Patty Schnüffelnase würde sagen, ich muss ein paar Hinweise sammeln. Diese vermisste Person, wurde sie etwa eine Weile nicht gesehen? Ja, so kann man das sagen. Aha, ich wusste es. Und was ist ihre Lieblingsfarbe? Lieblingsfarbe? Blau. Wenn heute Mittwoch wäre. Heute ist Mittwoch. Wo würde ich diese Person an einem Mittwoch finden, wenn sie nicht verschwunden wäre? Vielleicht im Café? Beim Buchclub. Rede nicht weiter. Die vermisste Person ist schon so gut wie wiedergefunden. Ihr fragt euch sicher, warum ich euch hierher bestellt habe. Vielleicht, weil hier heute Buchclub ist? Und darüber hinaus? Du hast herausgefunden, wer vermisst wird? Aha, fast. Weil ich beinahe herausgefunden habe, wer vermisst wird. Ich habe nur noch ein paar Fragen an euch. Dann wird der Fall so gelöst sein wie eine Brausetablette in einem Wasserglas. Mein Kombinationstalent sagt mir, dass die Antworten zu meinen Fragen hier in diesem Raum sind. Was für Fragen hast du denn? Was ist das Lieblingsessen der Person? Das sind definitiv Muffins. Aha! Ganz besonders Blaubeermuffins. Aha! Was ist mit Hobbys? Sie liebt es, Bücher zu lesen. Aha! Es ist ein Mädchen. Du sagtest sie. Ich habe alle Hinweise gesammelt und nun setze ich sie zusammen. Sie mag die Farbe Blau und hat eine merkwürdige Vorliebe für Blaubeermuffins. Sie liest gerne Bücher und müsste eigentlich hier im Buchclub sein, wenn sie nicht verschwunden wäre. Die einzige Person, die das sein kann, ist... Ja? Nun, wer ist es? Komm schon, mach es doch nicht so spannend. Die einzige, die in Frage kommt, ist... Ich selber. Na, ehrlich. Ja, genau, du bist es. Du hast das Rätsel gelöst. Also, ich bin die vermisste Person? Du hast es erkannt. Ja, ich denke, ich hatte in den letzten Tagen nicht so viel Zeit, hm? Und wir haben dich wirklich vermisst. Kommt alle mit, kommt mit in den Bärenhain! Seht doch nur, seht! Karoitis punctiotus hat alles befallen! Das sieht aber gar nicht gut aus. Das ist so schlimm wie ein Fluch und seht her, das ist doch nicht genug. Was ist passiert? Deine Glimmerbärenfunken haben nicht gehalten. Genau, und wenn die Funken nicht haften bleiben, können die Glimmerbären auch nicht geerntet werden. Aber
Aber wenn wir die Glimmerbeeren nicht ernten können... Oh, dann haben wir keinen Strom für die Stadt. Es muss doch etwas geben, was wir tun können. Aber was soll das denn sein? Vielleicht weiß Bonnie einen Ausweg. Wie ich? Du könntest doch in deinen Büchern ein bisschen recherchieren. Ich bin mir bärig sicher, du findest einen Weg, die Caroides punctiotus zu stoppen. Ich kann's ja versuchen. Diesem Buch zufolge brauchen wir ein halbes klitzekleines bisschen von dem da. Ja, genau, das ist ja klar. Und in dem Buch steht, wir benötigen ein Viertel etwas davon. Ich muss noch mal kurz meine Notizen durchgehen. Ja, und in dem Buch auf Seite 324, da muss es stehen. Und schließlich noch ein wenig hiervon. So, das sollte alles sein. Ich hoffe, das funktioniert. Habt noch etwas Geduld. Schön, dich zurückzuhaben, Bonnie. Schön, wieder zurück zu sein. Ich denke, so eine tolle Detektivin war ich nun auch wieder nicht. Du warst eine bärig gute Detektivin, aber eben noch eine viel bessere Freundin. Und das ist kein Rätsel. Wir sollten morgen mit den anderen noch mal ein Picknick machen. Ja, es ist so friedlich, so ruhig, so... Ah! Eklig! Oh, Angela, was ist passiert? Irgendwas hat meinen Fuß berührt, ein Aal oder ein Seeungeheuer. Vielleicht war es auch nur eine Wasserpflanze. Oh, sieh doch mal! Was ist denn? Ein kleiner Fisch. Hm? Der sieht ja ganz niedlich aus. Nur niedlich? Sind das nicht die niedlichsten, knuffigsten und knuddeligsten Bäckchen, die du je gesehen hast? Hallo, kleiner Kerl, du Süßer. Hallo, du. Hab keine Angst. Bist du ganz allein? Du bist doch noch viel zu klein, um ganz allein zu sein. Oh, armes kleines Kerlchen. Weißt du, ich bin mir sicher, ihm geht's gut und... was tust du da? Ich nehme ihn mit nach Hause. Aber... Jemand muss sich doch um ihn kümmern. Armes Kerlchen. Ganz allein auf der großen Welt. Komm her, kleiner Schatz. Orangella, warte kurz. Komm her, mein Kleiner. Was hast du denn? Du kannst mir vertrauen. Ja, ich tu dir nichts. Oh, Angela, hör mir mal kurz zu, ja? Ich hör dir zu, aber er entkommt mir, wenn ich nicht aufpasse. Hey, das kitzelt! Ich finde nur, du solltest eins bedenken. Er ist zwar jetzt noch klein und niedlich, aber er wird größer werden. Und dann wird es schwieriger sein, für ihn zu sorgen. Du hast sicher recht, Emily. Aber du sagst doch immer, dass wir, obwohl wir kleine Personen sind, große Taten vollbringen können. Ich meine, jemand muss sich doch um ihn kümmern. Hey, wo ist er denn? Oh, siehst du das? Er will mit mir mit
gehen. Ich glaube, ich nenne dich Flups. Flups? Er sieht doch aus wie ein Flups. Er sieht nach Ärger aus, so niedlich er auch ist. Aber das ist deine Entscheidung. Ach komm schon, Emily, vertraust du mir denn gar nicht? Doch, natürlich, aber... Also, ich werde es dir beweisen. Ich werde mich besser um diesen Fisch kümmern, als ich jemals zuvor um einen Fisch gekümmert wurde. Ich werde dich füttern und dir jede Nacht etwas vorlesen. Oh, ich kann's kaum erwarten, dir meine Lieblingsgeschichten vorzulesen. Und ich werde dir ein wunderschönes Zuhause geben, wo es sicher und warm ist. Ich meine kühl. Warte ab, bis du es siehst. Du wirst es dort lieben. Wie heißt er denn? Er heißt Steven. Ist das nicht der niedlichste Name für einen Fisch, den du jemals gehört hast? Steven? Wo ist er denn, Orangella? Oh, sieh nur, der ist ja super süß. Hallo, Zitronella. Hallo, Pfleumeli. Hallo, Himbeertörtchen. Hallo, Zitronella. Oh, was für ein süßer Kerl. Wo ist dein Fisch? Nenn ihn doch Fisch. Oder Fisch. Oder Wisch. Er heißt Tom. Sein Name war doch Steven. Süß ohne dies. Und kein bisschen fies. Und seht mal, was ich ihm beigebracht habe. Tom, du bist ja aus 5 Aquarien rausgewachsen in nur 2 Tagen. Hier, bitteschön, für dich. Du bist ein braver Junge. Falls dir das nicht gefällt, Emily, ich habe ja auch welche mit Bildern. Oh, ich finde die mit Bildern wirklich noch besser. Bunny? Oh, hallo, Emily. Hast du Bonnie gesehen? Hier bin ich. Das ist ein Notfall. Tom ist krank. Ich brauche Bücher über Fischpflege, Fischkrankheiten, Fischheilung, Fischmedizin. Oh nein, was hat er denn? Kannst du mir bitte die Symptome nennen? Also, er hat Auswüchse. Oh, Tom, es tut mir so leid. Was habe ich nur falsch gemacht? Ich habe versucht, ihm alles zu bieten, was ein Fisch braucht. Ja, das weiß ich. Alles, was ein Fisch will. Ja, das hast du. Alles, was ein Fisch... Er ist kein Fisch. Er ist eine Kaulquappe. Eine Kaulquappe? Was ist das denn? Das ist ein Baby, Frosch. Tom ist ein Fisch. Nein, er ist ein Frosch. Tom ist ein Frosch? Das wird er jedenfalls mal sein. Bald. Ihm werden Arme und Beine wachsen und dann verliert er seinen Schwanz. Dieser Vorgang heißt Metamorphose. Also, Das heißt, dass er zumindest nicht krank ist. Aber unter diesen Umständen wäre es wohl besser, ihn zurück zum Fluss zu bringen. Was? Das kann ich doch nicht machen. Ich habe doch versprochen, mich um ihn zu kümmern. Aber da hast du noch geglaubt, er sei ein Fisch? Es ist so, naja, ist ein Frosch nicht mehr, als du eigentlich dachtest? Aber ich kann ihn doch nicht einfach im Stich lassen, nur weil er sich verwandelt hat. Till kann doch nichts dafür, dass er ein Frosch ist. Okay, bist du bereit? Und... Puh, also, das ist die Vorderseite. Die Vorderseite wovon, Himbeertörtchen? Oh, ich hab's dir noch nicht gezeigt. Du hast es nicht gesehen. Na, dann sieh mal. Hier, sieh mal. Das ist großartig. Ich weiß, du bist sprachlos. Was, fabelhaft? Vielleicht enorm? Beeindruckend? Innovativ? Weißt du, Orangella hat mich zu ihrer Modedesignerin ernannt. Ich soll für sie und Till Mode entwerfen. Nächste Woche will sie mit ihm bei einem Dressur- und Springturnier mitmachen, bei dem beide Himbeertörtchens fröhliche Froschfummel tragen werden.
Orangella meint, das wäre großartige Werbung für mich. Und weißt du was? Ich werde vielleicht, also eventuell, könnte ich schon im nächsten Herbst meine eigene Haustierkleidungskollektion in die Läden bringen. Ist das nicht wunderbar? Aha. Jetzt halt doch mal still. Ich kann die Schleife nicht festbinden. Oh, benimm dich. Nein, wir trinken das Shampoo nicht. Oh nein, bitte. Schnell, mach die Tür wieder zu. Er entwischt uns sonst. Orangella meint, ich sollte mich auf Haustierpflege spezialisieren. Das wäre ein super Geschäft. Und jetzt? Noch ein bisschen Eau de Toilette. Er riecht etwas streng. Okay, warte kurz. Oh, oh nein, haltet ihn fest! Oh. Hey! Es tut mir wirklich leid, Orangella. Er sah so bezaubernd aus und dann hat ihn irgendetwas erschreckt. Vielleicht mag er lieblichen Lavendel nicht so gern. Vielleicht ist ihm die Schleife zu mädchenhaft. Vielleicht gefällt ihm die Farbe nicht. Oder vielleicht tragen Frösche gar keine Schleifen. Hä? Orangella, nur so ein Gedanke. Ich glaube einfach nicht, dass Frösche gewaschen werden sollten oder angezogen. Vielleicht wäre es ja das Beste, ihn zurück in die Wildnis zu lassen. Da draußen? Ganz allein? Oh, nein, 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 nein. Bei mir geht's ihm viel besser. Komm mit, Till. Danke schön, Zitronella. Ich bringe ihn morgen wieder zu dir. Ich werde mit ihm reden. Er wird sich viel besser benehmen. Das verspreche ich dir. Kann's kaum erwarten. Was ist das für ein Geräusch? Ich schwöre, es ist nicht mein Bauch. Natürlich nicht. Ich denke, ich habe da so eine Ahnung, was es sein könnte. Oh nein! Till bei seinem Nachtgequake. Wie sollen wir je wieder vernünftig schlafen? Vielleicht ist dieses Quaken ja auch nur eine Phase, aus der er rauswächst. Das ist wahrscheinlich das Einzige, aus dem er nicht rauswächst. Wo ist Orangella? Sie schläft. Sie war so erschöpft, weil sie den ganzen Tag hinter Till hergerannt ist. Kommt, Mädels. Mal sehen, wie wir ihn zum Einschlafen bewegen können. Heiße Milch. Nein, das nicht. Eine Bettdecke. Quatsch, vergesst das. Ein Schlaflied. Warte, was war das letzte? Ein Schlaflied. Einem Frosch ein Schlaflied vorsingen. Finde ich gut. Das machen wir. Gute Idee. Schließ die Augen, kleiner Frosch. Bitte hör auf zu quaken. Süße Träume, kleiner Frosch. Bitte schlaf doch endlich ein. Psst. Oh, wer? Was? Ist er? Psst. Lasst uns gehen. Bin in 5 Minuten wieder da? Das sind schon mehr als 5 Stunden. Ich frage mich, wo sie steckt. Ich brauche unbedingt Glühbirnen für meine Leselampen. Immer noch zu, hm? Gestern war der Laden auch schon geschlossen. Ich möchte so gern diese schöne Tulpe malen, aber ich habe keine Pinsel mehr. Tja, dann muss ich wohl stattdessen eine Skulptur von der Tulpe machen. Ich wünschte, du könntest mir eine Skulptur von einer Glühbirne machen. Passt auf, dass diese Seite flach genug bleibt, damit Till leicht raushüpfen kann. Ich möchte nicht, dass er sich wehtut, weil er zu hoch hüpfen muss. Orangella, was macht ihr denn hier? Wir bauen ein Swimmingpool für Till. Ist das nicht einfach toll? Orangella hat mir gesagt, dass ich ihn benutzen darf, um Wasserballett zu unterrichten, wenn ich ihr helfe. Tja, ich muss wirklich zugeben, für Till tust du echt dein Bestes. Naja, er soll es ja gut haben. Eau
Und als Froschmädchen nach Hause kam, entdeckte sie, dass die Kätzchen all ihre Wollknäuel durcheinander gebracht hatten. Oh, entschuldigt mich kurz. Emilys Café, ich hoffe, Sie haben einen bärig schönen Tag. Hier spricht Emily. Oh, was? Natürlich, sofort, Prinzessin Bärchen. Ich hab nur kurz weggesehen. Und dann ist das geschehen. Unser Bärensaft ist ruiniert und ich bin frustriert. Ich bin untröstlich, Prinzessin. Ich werde mit Orangella sprechen. Vielen Dank, Emily. Und den linken Arm anmutig nach oben heben. Bitte, ihr Lieben, das hier ist Wasserballett und nicht Holzhacken. Und jetzt alle noch einmal mit Grazie und Anmut. Bitte hebt euren Arm. Du meine Güte, ist alles in Ordnung? Hier drüben ist alles okay. Ja, denke schon. Ja. Och, Emily. Orangella hat mir versprochen, dass ich den Pool nutzen darf. Aber Till stört jede einzelne meiner Unterrichtsstunden. Ich werde mit dir reden. Versprochen. Oh, Emily, es ist etwas ganz Schreckliches passiert. Ich kann dir gar nicht sagen, was es ist. Was denn, Himbeertörtchen? Was ist denn passiert? Ich bin so sauer. Ja, das sehe ich. Aber wieso denn? Meine ganze Arbeit, all das Nähen und Flicken und... Deine fröhliche Froschmode? Lass mich raten, Till mochte sie nicht besonders. Nein, im Gegenteil, er hatte sie zum Fressen gern. Ach, herrje. Und Orangella hat nur gesagt, er sei ein Frosch und er könne ja überhaupt nichts dafür. Das klingt gar nicht nach unserer Orangella. Nein, das klingt nach einer Orangella, der ihr Haustier wichtiger geworden ist als gutes Benehmen. Ich rede mit ihr. Emily! Orangella, was ist denn passiert? Till ist... Er ist verschwunden. Mach dir keine Sorgen. Alle unsere Freunde suchen ihn. Die Bärchen werden ihn sicher bald finden. Er kann noch nicht so weit sein. Ich habe doch alles getan für ihn, was ich konnte. Ich habe ihn gekühlt, wenn ihm warm war. Und gewärmt, wenn ihm kalt war. Ich habe ihn gebadet, für ihn gesorgt, ihm vorgelesen. Ich habe alles für ihn getan und jetzt ist er weggelaufen. Hä? Orangella, dein Haustier ist wieder da. Sie ist doch da oben, er ist wieder da. Er ist zurück. Till, was machst du denn da oben? Komm hier runter, auf der Stelle. Ich glaube, jetzt schläft er. Ich werde ihn aufwecken. Ich glaube nicht, dass das so eine gute Idee ist. Hallo? Wach auf, Fröschelein. Hilfe! Oh je. Los, alle hinterher! Wir sollten uns mal unterhalten.
Orangella, wir kennen dich alle als immer freundlich und aufopferungsvoll. Aber ich denke, du hast dir so viel Mühe mit Till gegeben, dass du uns dabei völlig vergessen hast. Aber ihr seid doch meine Freunde. Meine bärig besten Freunde. Ich könnte euch niemals vergessen. Was ich damit sagen will, Till hat hier ganz schön für Wirbel gesorgt. Aber er kann doch nichts dafür. Ganz genau. Ich finde, wenn man die Verantwortung für ein Haustier übernimmt, sollte man auch für alles, was es anstellt, die Verantwortung übernehmen. Denn Haustiere können wirklich nichts dafür. Ich weiß. Ich muss mir noch viel mehr Mühe geben, auf Till aufzupassen. Ich mache aber schon alles, was ich kann. Und mehr geht nicht. Tja, vielleicht ist ja die beste Art, für Till zu sorgen, naja, gar nicht für ihn zu sorgen. Wie meinst du das? Orangella, ich glaube nicht, dass Till hierher gehört. Oh, Emily, bitte gib mir noch eine Chance. Ich verspreche dir, dass er nie wieder irgendjemandem in Bitzibärchenhausen Ärger machen wird. Aber wie? Du wirst schon sehen, ich werde ihn trainieren. Du sagst doch immer, dass wir, obwohl wir kleine Personen sind, große Taten vollbringen können. Und ich weiß, dass ich das kann. Ich bin mir meiner Verantwortung Till gegenüber voll bewusst. Nun ja. Wow, hier war sie noch nie so hübsch und ordentlich, Orangella. Ich wollte dir einen Gefallen tun, weil Till deine schöne Mode aufgefuttert hat. Vielen, vielen Dank. Wirklich? Er gehört ganz allein mir? Ich verspreche dir, dass Till deine Unterrichtsstunden nie wieder stören wird. Dankeschön, Orangella. Ich hoffe, ihr werdet meine Entschuldigungen akzeptieren. Wie wäre es mit ein paar Runden Froschreiten? Oh, nun ja. Dir macht das nicht so viel Spaß, oder, mein Großer? Ja. Oh, hallo, Emily. Hallo, Orangella. Ich wollte dir sagen, dass sich alle total darüber gefreut haben, dass du Tills Durcheinander wieder gut gemacht hast. Alles ist wieder gut in Bitzibärchenhausen. Oh, das ist toll. Ich weiß, dass es sehr schwer für dich war. Aber ich weiß, wenn es das Richtige für Till ist, könntest du noch viel schwierigere Dinge tun. Natürlich. Ich würde alles für ihn tun. Was ist es denn, was noch schwieriger ist als alles, was ich bisher für ihn getan habe? Ich meine, das waren schon ziemlich schwierige Dinge. Was ist noch schwieriger? Ihn gehen zu lassen. Oh, Emily. Manchmal ist das bärig Größte, was wir tun müssen, das, was uns nie einfallen würde. Wir sind da. Glaubst du, dass er denken wird, dass ich ihn nicht mehr lieb habe? Oh, ich habe Angst, dass er mir das nie verzeihen wird. Oh, Till, ich weiß, das ist schwer. Versuche, stark zu sein. Er hat noch nicht mal auf Wiedersehen gesagt. Aber hast du gesehen, wie glücklich er ist? Ja, du hast recht. Er ist nicht nur glücklich, er wirkt sogar glücklicher als je zuvor. Oh, und das macht mich auch glücklich. Was hältst du von einem Picknick? Ich denke, das ist eine großartige Idee. Leider noch nicht. Hast du sie gefunden? Hast du sie noch nicht? Nein, nicht. Ich auch nicht. Sie da hinten. Hier drüben ist sie auch nicht. Hier ist sie auch nicht. Oh je. Sie könnte so ziemlich überall sein. Deswegen wird sie ja auch Wanderbeere genannt. Wir sollten sie aber bald finden. Ja, wir brauchen sie für das Bärenfest Schlemmeressen morgen. Oh, früher oder später werden wir sie finden. Das ist immer so.
Naja, die Regeln besagen, dass die Bärenfestprinzessin für die Suche nach der Wanderbeere verantwortlich ist. Und du bist die Bärenfestprinzessin dieses Jahr. Also musst du uns sagen, wo wir suchen sollen. Wir folgen deinen Befehlen, oh wunderbare Chefin. Nun gut, ihr treu ergebenen Bärenjäger. Als eure allerbärigste Chefin befehle ich euch, dass ihr, zum Beispiel da drüben suchen sollt. Ich möchte dir nur ungern widersprechen, aber die wirklich fantastischen Pflanzen wachsen da drüben beim Bach. Ich wette, sie ist dort. Ich habe irgendwo gelesen, dass Wanderbären Schatten mögen. Deswegen sollten wir unter den hohen Blumen dort nachgucken. Ich bin mir total sicher, dass wir sie da drüben irgendwo finden. Wanderbären brauchen doch Sonne. Bestimmt ist sie da hinten. Tja, sie waren wohl alle anderer Meinung als ich. Ich habe das Gefühl, dass wir sie dort finden könnten. Nur so eine Idee, aber mein Bauchgefühl lügt fast nie. Kommt mit, ihr zwei. Okay, Schnurrschönchen, Plätzchen, haltet die Augen offen. Es wächst immer nur eine einzige Wanderbeere. Und sie könnte einfach überall sein. Vielleicht direkt vor unseren Nasen. Oh, da ist sie. Die einzigartige und einzig wahre Wanderbeere. Ist das nicht das bärig Schönste, was ihr je gesehen habt? Ganz vorsichtig, Plätzchen. Diese Beere ist unser Nachtisch beim großen Bärenfest Schlemmeressen morgen. Wow, ist alles in Ordnung, Herr Bärchen? Ja, danke schön, Fräulein Emily. Es hat kurz geholpert, da bin ich wohl gestolpert. Dabei suche ich doch die... Du hast sie ja gefunden. Das ist ja unglaublich. Das ist ja ein großartiges Exemplar dieses Jahr. Vielleicht die größte Beere, die ich je sah. Die Farbe ganz satt, die Form sehr fein. Die Beschaffenheit könnte nicht besser sein. Oh, und das Aroma, oh ja, durch und durch gelungen. Schnurrschönchen, nein. Brav, mein Kätzchen. Wir müssen behutsam damit umgehen, weil es immer nur eine einzige köstliche, nahrhafte Wanderbeere gibt. Und es passt sehr gut, dass du als unsere neue Bärenfestprinzessin sie für uns gefunden hast. Gefunden? Wer hat sie gefunden? Emily! Emily hat sie gefunden! Ist sie ja! Sie hat sie ja! Emily gefunden! Seht sie euch an! So was habe ich noch nie gesehen. Einfach unglaublich! Wirklich außergewöhnlich! Na los, worauf wartest ich du? Will, komm will, schon, ich will! Bitte, ich will, bitte! Bitte, lass mich! Moment! Ihr kennt doch die Tradition. Die Bärenfestprinzessin höchstpersönlich pflückt die Beere. Oh, ich wusste das natürlich. Ihr etwa nicht? Ja, klar. Ja, ich wollte nur mal sehen, ob du das auch machst. Wusste ich das. Prinzessin Emily, darf ich bitten? Es wäre mir eine Ehre. Los, Emily! Mit einem kräftigen Ruck? Ja, genau so! Oh, ja! Oh, seht doch! Die Pflanze verschwindet! Genau in diesem Moment wächst irgendwo anders eine neue Wanderbeere. Das könnte hier und überall sein. Aber wo genau das ist, das bleibt ganz lange ungewiss. Diese Beere ist ganz schön schwer. Wir werden alle mit anpacken müssen, um sie zurückzutransportieren. So, seid ihr jetzt alle bereit? Ja, bereit! Oh, und Fräulein Erdbeer? Was ist denn los? Habt ihr das gehört? Ich habe überhaupt nichts gehört. Ich auch nicht. Ich auch nicht. Aber hört doch. Es ist nicht weit entfernt. Oh, da ist es wieder. Oh, unglaublich wunderschön. Ah, das ist wirklich ein lieblicher Klang. Also, ich kann immer noch nichts hören. Ich höre meinen Magen knurren, weil ich an unser Picknick morgen und diese leckere Beere zum Nachtisch denke. Oh, jetzt hat's aufgehört.
Ich frag mich, wieso? Ich weiß nur, dass wir diese Beere ins Dorf kriegen müssen. Ach, du hast ja recht, Orangella. Dann wollen wir mal. Hau! Wuck! Hau! Wuck! Hau! Wuck! Hau! Wuck! Hau! Schnell, halte den Boden fest! Und wie sollen wir jetzt die Beere transportieren? Ja, was sollen wir tun, oh unsere Chefin? Ich denke, wir werden sie einfach tragen müssen. Aber dieses Ding wiegt doch mindestens viel zu viel. Wir schaffen das schon. Na los, alle zusammen, Mädels. Fasst alle an. Gut, los geht's. Okay, Leute, wir zählen bis drei. Eins, zwei, drei. Wir sollten uns beeilen. Es wird schon dunkel. Hier draußen dürfen wir sie nicht liegen lassen. Wir müssen sie noch heute ins Dorf bringen. Jawohl, die Tradition muss schließlich gewahrt werden. Au. Au. Eine Pause machen? Ich auch. Ich denke, wir brauchen alle eine Pause. Ganz schön anstrengend. Wir atmen alle mal durch und dann geht's weiter. Können wir sie nicht einfach hier lassen? Ja, nur für heute Nacht. Oh, ich glaube, das ist keine gute Idee. Bitte, Emily. Es ist Tradition, dass sie auf der Bärchenfarm aufbewahrt wird. Deshalb machen wir uns wieder auf den Weg. Oder? Oh, ja, das stimmt wohl. Aber da du die Bärenfestprinzessin bist, ist es deine Entscheidung, was damit passiert. Ich weiß ja, dass ihr alle bärig müde seid. Das Picknick morgen findet doch sowieso hier statt. Ja, das stimmt. Dann müssten wir die Beere ja wieder herbringen. Ja, dann ist es wohl okay, wenn wir sie hier lassen. Oh, Plätzchen, Schnurrschönchen. Hört ihr das auch? Heute klingt es irgendwie anders. Fast so, als ob irgendwas nicht stimmt. Vielleicht sollten wir mal nachsehen, ob mit dem Vogel alles in Ordnung ist. Emily! 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 Es ist eine Katastrophe! 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 Was denn? Was ist passiert? Ist es schlimm? Komm mit und schau es dir an. Wieso sagt ihr mir denn nicht was? Nein! Ist hier alles in Ordnung? Die Bärchen haben mir gesagt, dass... Oh, nein, bitte nicht! Wir wurden von Kaninchen bestohlen! Das ist doch nicht zu fassen! Und sie haben fast die ganze Beere verspeist! Oh, ich habe mich doch schon den ganzen Tag so bärichtal auf den bärigen Nachtisch gefreut. Ohne die Beere wird es nicht das richtige Bärenfest sein. Ja, das ist doch... Tradition. Als die alte verschwunden ist, entstand doch irgendwo eine neue, habe ich nicht recht, Herr Bärchen? Ja, das stimmt wohl, das stimmt. Na klasse. Dann werden wir ja doch eine Wanderbeere haben. Fantastisch. Oh ja. Hurra, das ist super. Und worauf wartest du noch? Wir müssen sie suchen gehen. Ich glaube, mit diesem Vogel stimmt was nicht. Ich glaube, er braucht mich. Ich glaube, wir brauchen dich. Weißt du was? Sie hat recht. Hier sind schließlich noch jede Menge Dinge zu erledigen. Und du bist die Bärenfestprinzessin dieses Jahr, also bist du auch für alles verantwortlich. Du musst die Blumen bei der Show bewerten. Und der Bärchenband bei dem Konzert helfen. Und das Bärenfest Schlemmeressen muss auch noch geplant werden. Und bis wir eine neue Wanderbeere haben, kannst du sowieso nichts anderes machen. Du bist hier die Chefin. Du musst entscheiden, was zu tun ist. Ist ja gut, ist ja gut. Ich werde es euch sagen. Orangella, du hilfst der Bärchenband beim Aufbau für das Konzert. Wird gemacht.
Zitronella, du organisierst die Blumenshow und triffst schon mal eine Vorauswahl. Schon unterwegs! Himbeertörtchen, Fläumeli, Bonnie, ihr helft mir, das Essen für das Schlemmeressen vorzubereiten. Und ihr? Ja? Ihr geht bitte nach der neuen Banderbeere Ausschau halten, okay? Ja, kein Problem! Wird erledigt! Du kannst dich auf uns verlassen! Wie viele sind das jetzt? 46? 47. Gut. Wir brauchen ungefähr noch 10 Stück. Ich bin fertig mit den Blumen. Soll ich hier noch was helfen? Oh, du kannst uns bei den Sandwiches helfen. Ja! Die Bärchenband ist so gut wie startklar. Kann ich noch was tun? Wir können jede Hilfe brauchen, die wir kriegen können. Du und ich können schon mal den Obstsalat machen. Seht ihr? Alles wird gut. Solange wir zusammenarbeiten, kann uns nichts aufhalten. Habt ihr die Wanderbeere gefunden? Wir haben überall danach gesucht. Zweimal oder sogar noch mehr. Wir konnten sie nicht finden. Das tut uns leid, wirklich sehr. Oh nein. Wir können doch kein Bärenfest-Schlemmeressen veranstalten ohne die Wanderbeere. Es ist schon fast Zeit für das Picknick. Und du musst auch noch einen Sieger bei der Blumenshow küren. Und das Konzert findet ja auch noch statt. Also, was machen wir jetzt, Emily? Was wirst du jetzt tun, Emily? Ja, du bist hier die Chefin. Sag schon, Emily! Was wird jetzt passieren? Was sollen wir tun? Ja, genau, was? Ich weiß es nicht! Ich brauche mal eine Minute zum Nachdenken, und zwar ganz allein. Liegt das an mir oder wirkte sie tatsächlich etwas gestresst? Oh, ich habe keine Ahnung, was ich machen soll. Das ist alles einfach zu viel für mich. Oh, da ist wieder die Musik. Ich glaube, es kommt aus der Richtung, nicht wahr? Es hört sich so an, als hätte jemand ein Problem. Ich sollte wirklich mal nachsehen. Oh, aber sie warten alle auf mich. Was mache ich denn nur? Oh, es ist so schwierig, eine Entscheidung zu treffen. Das ist wahrscheinlich nicht einfach, oder? Oh, ich möchte, dass alle zufrieden und glücklich sind. Aber jeder will etwas anderes von mir. Ich weiß einfach nicht, wem ich zuerst zuhören soll. Du wirst schon das Richtige tun. Mach dir keine Sorgen, dass die anderen nicht deiner Meinung sein werden. Höre auf dein Herz, Emily Erdbeer. Es ist rein und gut. Dankeschön. Ich sag deinen Freunden, dass du noch ein paar Minuten brauchst. Ich weiß ganz genau, was ich tun muss. Ich muss diesen Vogel finden, aber... Oh, wo ist er nur? Findet ihr, er hört sich schwächer an? Es klingt, als käme es aus dieser Richtung. Los, ihr zwei, jetzt aber schnell. Ich kann ihn immer noch hören. Er ist hier irgendwo, ganz sicher. Du schaffst das Plätzchen. Na also, und jetzt schnell weiter. Ich glaube, wir kommen immer näher. Oh, jetzt höre ich ihn nicht mehr. Ihr etwa? Oh, wo könnte er nur sein? Was ist denn, Schnurrschönchen? Oh, du hast die Wanderbeere gefunden. Sie ist etwas kleiner als die andere, aber trotzdem bärig wunderschön. Ich werde aufpassen, diese nicht auch zu verlieren. Emily, du hast sie gefunden. Wir haben uns schon Sorgen um dich gemacht. Wir wussten ja nicht, dass du die Beere ganz alleine suchen willst. Haben wir ein Glück, dass du dieses Jahr die Bärenfestprinzessin bist. Los, kommt! Bringen wir sie ins Dorf. Wartet einen Moment. Wieso sollen wir warten? Weil ich erst noch diesen Vogel finden will. Weißt du, wo er ist, Plätzchen? Da ist er ja. Oh, armer kleiner Kerl. Oh nein, der sieht ja ganz schön geschwächt aus. Was ist denn bloß los mit ihm? Das weiß ich auch nicht genau.
Du meine Güte, er hat sich total verheddert. Kannst du ihn befreien, Emily? Ich glaube schon. So, bitte sehr. Du bist frei. Na los, kleiner Vogel, jetzt kannst du wegfliegen. Wir müssen die Beeren nach Hause bringen. Emily? Kommst du mit? Irgendwas stimmt doch nicht. Er kann nicht fliegen. Was hat er denn? Ich weiß es nicht. Vielleicht ist ja sein Flügel verletzt. Oh, wir sollten schnell zurück und einen Doktor holen. Oder wir bauen eine Trage und bringen ihn nach Hause. Ja, das sind bärig gute Ideen von euch, aber was ist mit dir los? Hast du vielleicht Hunger? Emily? Die ist für das schlimme Essen. Denk daran. Wir gucken mal, ob er das mag. Und, fühlst du dich schon besser? Hier hast du noch mehr. Oh, Emily, du solltest ihm nicht alles geben. Wir könnten doch Samen oder so für ihn suchen. Aber das funktioniert doch sehr gut. Es ist eine ganz spezielle Pflanze, denn die Wanderbeere ist besonders nahrhaft und gesund. Wenn wir die Beere nicht zu den anderen bringen, werden sie ganz bestimmt sehr enttäuscht sein, Emily. Wenn das so ist, dann tut mir das leid. Aber das hier ist das Richtige. Ganz bestimmt ist es das. Aber woher weißt du das so genau? Naja, hundertprozentig weiß ich das nie. Aber wenn ich auf das höre, was ich fühle, ist das wohl die beste Entscheidung. Ich denke, das ist es, was man Verantwortung nennt. Ich habe alle Ideen gegeneinander abgewogen, aber ich muss jetzt tun, was sich richtig anfühlt. Auch wenn damit nicht alle einverstanden sind. Ah, du könntest keine bessere Entscheidung treffen. Der ist wirklich hübsch, oder? Ja, irgendwie wunderschön. So, mein kleiner Kerl. Diese Beere war genau das Richtige für ihn. Ich bin froh, dass wir auf dich gehört haben. Denn wir hätten uns niemals einigen können, was zu tun ist. Deswegen bist du auch die Prinzessin, weil du an einer guten Idee festhältst, auch wenn alle anderen nicht deiner Meinung sind. Dankeschön, Mädels. Emily, guck mal da! Was ist denn da? Jetzt werden wir wohl trotzdem ein Bärenfest Schlemmeressen haben. Seid ihr alle bereit für den Nachtisch? Ja! Ich glaube, es ist genug für jeden da. Ja, natürlich. Aber zuerst, meine Freunde, sollten wir unserer wundervollen Gastgeberin und Bärenfestprinzessin für das Schlemmeressen danken. Ja! Danke, liebe Freunde. Ich bin so froh, dass... Was ist denn, Emily? Bist du sprachlos? Nein. Hört doch. Das kenne ich. Das ist das Lied, das er auch beim ersten Mal gesungen hat. Nein, ich denke, es ist noch etwas anders. Dieses Lied singt er einzig und allein für dich. Wahre Freunde bleiben für immer, sind für immer stark wie nie. Wahre Freunde sind verbunden, wie im Lied die Melodie. Bin ich mal traurig, dann bringt dein Lächeln mich nach Haus. Ob nah, ob fern, wo immer du bist, bin ich auch. Beste Freunde,
so aus, als hätte jemand eine bierig schöne Zeit. Hallo, Prinzessin! Hallo, oh, die Babybärchen sind wirklich bärig süß. Und da es inzwischen so viele sind, dachte ich, wir brauchen einen neuen Kindergarten mit Spielplatz für sie. Sie werden sich ganz sicher darüber freuen. Das glaube ich auch, aber... Aber was? Weißt du, irgendwie sieht alles so langweilig aus. Das Metall ist grau, das Holz ist braun. Irgendetwas fehlt, oder? Oh ja, ich weiß, was du meinst. Es könnte wirklich etwas Farbe vertragen. Genau. Und vielleicht auch, Dekoration? Ja! Design? Ja! Stil? Oh ja! Eine komplette Verschönerung. Genau. Hast du eine Idee, wer das machen könnte? Ich weiß sogar zwei Leute, die das sehr gut machen könnten. Zitronella und Himbeertörtchen. Hervorragend. Ich bin schon lange eine Bewunderin ihres kreativen Könns. Ich werde es Ihnen sofort sagen. Sie werden begeistert sein. Sie werden Luftsprünge machen und sagen... Ich glaube nicht. Aber ihr seid genau die Richtigen für dieses Projekt. Stimmt, wir sind natürlich beide bärig stilvoll. Jede auf ihre Weise. Aber es ist wahrscheinlich besser, wenn wir... Nein, danke sagen. Das verstehe ich nicht. Ihr mögt beide die Prinzessin. Auf jeden Fall. Und ihr liebt doch beide die Babybärchen. Auf jeden Fall. Und ihr seid beide so talentiert. Definitiv. Was ist dann das Problem? Sie ist das Problem. Weißt du, na ja, wir sind beide sehr, sehr, sehr... kreativ. Aber wir haben auch sehr unterschiedliche Ideen, die, na ja, nicht zusammenpassen. Und dann gibt es verletzte Gefühle, Tränen. Und Streitereien. Das verstehe ich nicht. Oh, ich glaube, sie braucht ein Beispiel, sonst versteht sie uns nicht. Aber welches nehmen wir? Crockett Club. Das ist ein gutes Beispiel. Wir haben ein Plakat für den Crockett Club gemacht. Und ich fand, der perfekte Slogan wäre, das wird einfach baltastisch. Und ich fand, der bessere Slogan wäre, hier schlägt nicht nur dein Herz höher. Das ist viel klüger, leichter zu merken. Ich weiß auch nicht, viel aktueller. Und ich fand die Farbzusammenstellung überhaupt nicht gut. Sie meint meine Farbzusammenstellung. Siehst du, wir haben beide gute Ideen. Aber wir können uns nicht einigen, welche besser ist. Aber ihr zwei seid doch Freunde. Ihr werdet ein tolles Team. Zitronella mit deinem Sinn für Schönheit und Himbeertörtchen mit deinem Modebewusstsein. Danke für die Blumen, aber ich glaube immer noch, dass wir uns nur nerven würden. Naja, könntet ihr wenigstens nur ganz kurz nicht streiten? Gerade lange genug, um der Prinzessin und ihren Ideen zuzuhören? Oh, die Babybärchen werden total ausflippen. Sie werden vor Freude schreien. Sie werden es hier lieben. Ich bin so froh, dass ihr das sagt. Also, hier drüben dachte ich, könnten wir einen Malplatz einrichten mit Wachsmalstiften und Staffelei und... Oh, und Fingerfarbe. Und Lehm zum Töpfern. Das sind tolle Ideen. Und dort sollen Spiele und andere Aktivitäten hinkommen. Zum Beispiel... Ja, ein farbenfrohes... Ihr wisst schon, ein buntes... Wie heißt das nochmal? Hoppel-Doppel-Hips-Hopsebrett. Brillant, das wird der allererste. Der originale. Der einzigartige. Hochklassige Superspielplatz. Also, kümmert ihr euch darum? Ja! Oh, wunderbar. Oh, fast hätte ich das vergessen. In 2 Tagen soll schon die Eröffnung sein. Glaubt ihr, dass dann alles fertig ist? Das ist kein Problem. Oh, danke. Ich komme später noch mal vorbei, um zu gucken, wie alles klappt. Also gut, zuallererst sollten wir unbedingt ein paar Farben in das Pusteblumen-Hopsebad bringen. Das gesamte Farbschema hier ist total daneben geraten. Ja, hört sich gut an, aber die Prinzessin will hier Stil reinbringen, also lass uns mit meinem Hopsebrett beginnen. Dein Hopsebrett? Hm? Oh, ich meine natürlich unseres, aber ich habe die perfekte Idee dafür. Gut, okay. Also, ich meine, es bringt ja nichts, darüber zu streiten. Natürlich nicht. Wieso sollten wir das tun?
Sieht das nicht fröhlich aus? Gib mir mal die rote Farbe, Himbeertörtchen. Himbeertörtchen? Himbeertörtchen? Was machst du denn da? Ich mache die Art von Kunst, die die Babybärchen vor Verzückung jauchzen lässt. Ich dachte, wir arbeiten gemeinsam an meinem Hopsebrett. Tja, du hattest gerade so viel Spaß dabei, deine altmodischen Muster zu malen. Da dachte ich mir, ich lasse dich damit lieber allein. Altmodisch? Also, das nennt man Retro und das ist jetzt wieder total aktuell. Ja, klar, ich bin davon überzeugt, dass es Leute gibt, die das mögen. Aber, weißt du, ich bin eher für den trendigeren, moderneren Look, der jetzt in ist, da es bei richtig toller Mode darum geht, mutig zu sein, etwas zu riskieren und Neues auszuprobieren. Ja, richtig tolle Mode. Wenn dir gefällt, was die Designer letztes Jahr so angerichtet haben. Aha, perfekt. Citronella? Citronella? Wie, was? Was tust du da? Deine mutige, risikobereite, moderne Malerei ist natürlich total interessant. Aber glaubst du nicht, dass sie etwas zu grell ist für die Augen der Babybärchen? Nein. Das glaube ich nicht. Weißt du, ich schon. Da hatte ich die Wahl zwischen, gebe ich ihnen Sonnenbrillen, um sie vor diesen grellen Farben zu schützen. Süß. Oder? Oder. Und dafür habe ich mich dann entschieden, einfach selbst ein Pusteblumen-Hopsebad zu bauen, das wirklich stylisch ist. Und es ist wieder soweit. Du denkst, dass deine Ideen besser sind als meine. Genauso wie beim Crockett-Plakat. Das Crockett-Plakat hätte toll aussehen können, wenn du auf mich gehört hättest, aber... Okay, okay. Ich werde jetzt nicht mit dir streiten. Ich lasse einfach die Prinzessin entscheiden, welches Hopsebad besser aussieht. Oh. Hey, Citronella, könntest du die andere Seite bitte mal? Oh, ich schaffe es alleine. Schon gut. Himbeertörtchen, könntest du mir bitte mal kurz das hier... Oh, vergiss es. Wenn Himbeertörtchen meine Arbeit nicht zu schätzen weiß, dann soll sie es doch so machen, wie sie es mag. Ganz allein. Das hier ist langsam nicht mehr lustig. Wenn Citronella meine Arbeit nicht schätzt, dann kann sie... alles ganz allein machen. Eins, zwei, drei und eins, zwei, drei und eins, zwei, drei und das ist es. Du kannst es. Schön. Exzellent, wirklich ausgezeichnet. Oh, danke, Fläumeli. Ich bin froh, dass wenigstens einer mag, was ich tue. Ach, Citronella mag deine Sachen auch. Citronella mag ihre Sachen lieber. Sie macht alles so, wie sie es will. Ich hab aufgegeben. Aber Himbeertörtchen, ist diese Aufgabe nicht eher was für zwei? Oh, du kannst mir glauben, dass Citronella alleine viel glücklicher ist. Wieso glaubst du das? Weil sie sich ab jetzt nicht mehr mit mir streiten muss. Hallo, Citronella. Hallo, Emily. Hallo, Mädels. Was macht ihr so? Hey, hallo, das Citronella. Ist ja eine Überraschung. Wie geht es dir? Wir bereiten das Essen und die Musik für die große Eröffnung des Kindergartens morgen vor. Wie läuft es denn dort? Wirklich toll. Oh, lecker. Braucht ihr vielleicht noch Hilfe? Arbeitest du nicht mit Himbeertörtchen zusammen? Eigentlich schon. Aber sie denkt, dass ihre Ideen besser sind als meine. Also lasse ich sie alles alleine machen. Wow, ist das nicht zu viel Arbeit für einen allein? Wäre es nicht besser zu zweit? Nicht, wenn die zwei sich nicht einigen können. Citronella, ich sitze gerade an einem neuen Song. Sag mir, wie du ihn findest. Wenn es draußen stürmt und regnet, glücklich, wer da seinen Freunden begegnet. Vögel brauchen Federn, auch Teamwork ist zu empfehlen.
siehst du ihn. Hast du noch irgendwas, poppigeres? Oh, Zitronella, du bist es. Hey, da bist du ja. Ja. Bist du etwa schon fertig? Was? Arbeitest du nicht auf dem Spielplatz? Du etwa nicht? Ich dachte, du machst weiter. Ich habe aufgehört, damit du alles so machen kannst, wie du es magst. Ich doch auch. Es ist nicht fertig. Hallo, ihr beiden. Hallo, Emily. Schöner Tag. Hey, ich habe gerade gehört, dass Prinzessin Bärchen auf dem Weg ist, sich eure Arbeit anzusehen. Hoffentlich habt ihr eure Differenzen beigelegt und alles ist erledigt. Was für ein Chaos. Unglaublich, dass du einfach weggegangen bist und alles liegen gelassen hast. Ach, wieso ich? Du bist doch auch weggegangen. Wenn die Prinzessin das sieht, wird sie total enttäuscht von mir sein. Tja, und was ist mit mir? Vielleicht rede sie ja nicht mal mehr mit mir. Alle werden davon hören und das Vertrauen in mich verlieren und niemand wird mehr in meinen Salon kommen. Ach, aber es geht hier auch um mich, denn ich habe auch meinen guten Ruf zu verlieren, nicht nur du. Wenn du nicht gewesen wärst, dann... Wieso ich? Was ist denn mit dir? Naja, du bist schließlich weggegangen, ohne mir Bescheid zu sagen. Du doch auch. Ich mach das hier ja auch nicht für dich. Und ich auch nicht für dich. Sich gegenseitig zu beschuldigen, hilft jetzt nicht weiter. Ja, du hast recht. Ach ja? Ja. Und was machen wir jetzt? Naja, wir müssen die Prinzessin daran hindern, das hier zu sehen, bevor wir fertig sind. Oder bis zumindest aufgeräumt ist und fast fertig. Einverstanden. Ach ja? Absolut. Wir müssen versuchen, sie aufzuhalten. Komm mit. Oh, guten Tag, Prinzessin. Willst du unsere Arbeit bewundern? Ja. Wie kommt ihr beiden denn damit voran? Oh, ganz prächtig. Wir können es kaum erwarten, es dir zu zeigen. Oh, wartet kurz. Oh je. Oh nein. Oh, das gibt's doch nicht. Wieso? Was ist los? Was ist denn nur passiert, Himbeertörtchen? Die, Stühle, ich meine, die Tischdecken. Oh Mann, ja, wie dumm von uns, das zu vergessen. Wir können der Prinzessin noch gar nicht den Spielplatz zeigen, weil... Sie muss ja zuerst noch den richtigen Stoff für die Tischdecken für die Esstische aussuchen. Schnell, Prinzessin, komm mit zu meiner Boutique. So ein Glück, dass wir dich zufällig getroffen haben. Oh, also dieses Karo-Muster ist grandios und die Farbe würde ganz wunderbar zu dieser Farbe passen. Findest du nicht auch? Aber wir sind uns unsicher mit diesem Punktemuster. Ich finde diese Stoffe alle schön. Ich muss allerdings langsam zurück zur Bärchenfarm. Wie viele Muster habt ihr denn ungefähr noch, die ich mir angucken soll? Oh, es sind nur noch ungefähr 100 plus minus ein paar Dutzend. Wie findest du denn nun diesen Stoff? Was denkst du? Den blauen oder den roten? Du beschäftigst sie weiter und ich versuche, Ordnung zu machen. Gute Idee. Karos, das ist eine gute Idee, Zitronella. Prinzessin, könntest du dir diesen Stoff bitte auch noch ansehen? Du solltest jetzt gehen. Also haben wir uns jetzt für einen Stoff für die Tischdecken entschieden. Und das ist wirklich die perfekte Wahl. Wie kommt ihr denn voran? Oh, alles ist gut. Die Prinzessin hat sich für ein schönes, blumiges Frühlingsmuster entschieden. Wie läuft denn sonst so alles, Zitronella? Oh, ach, weißt du, ich könnte noch etwas mehr Zeit gebrauchen. Tja, Prinzessin, ich befürchte, du musst jetzt zurück auf die Bärchenfarm, oder? Wisst ihr, ein paar Minuten Zeit hätte ich noch, um zu gucken, wie weit ihr schon seid. Herr Jemine, die Blumen! Wir haben ja völlig die speziellen Blumen vergessen, stimmt's, Himbeertörtchen? Ach so, ja, die frühblühenden, gelbgefleckten Schnotterblumen. Ja, das sind die Blumen, die heutzutage jeder Kindergarten hat. Ach, wirklich? Seltsam, ich habe noch nie von Schnutterblumen gehört. Oho, doch, alle guten Kindergärten haben solche Blumen. Ich hab's. Was hältst du davon, uns zu helfen, eine zu pflücken? Es wäre mir eine große Freude. Ich
glaube, ich sehe eine. Noch etwas höher. Du bist fast dran, Prinzessin. Ist das wirklich ein Schnutterblumenbaum? So etwas gibt es doch gar nicht. Das ist nur ein ganz normaler Baum, der blüht. Okay, pflücke jetzt einfach ein paar Blumen, Eure Hoheit. Ich hab sie. Ich hab sie. Prinzessin, geht es dir gut? Oh, ich bin etwas durcheinander, aber sonst geht's. Hier habt ihr eure Schnutterblumen. Oh, echte Schnutterblumen. Die sind perfekt. Dankeschön. Bitte, gern geschehen. Es tut mir leid, aber ich muss jetzt wirklich zurück zur Bärchenfarm. Also kann ich mir jetzt leider nicht eure Arbeit angucken. Oh, wirklich? Ach, Menno. Naja, es wird morgen früh, wenn wir fertig sind, sowieso noch viel schöner aussehen. Ich sehe euch bei der großen Eröffnung. Oh. Ja, wir sind in bärig großen Schwierigkeiten, wenn du doch nur mal auf mich gehört hättest. Wieso glaubst du, deine Ideen seien besser als meine? Ach, lass uns bitte nicht wieder damit anfangen. Vielleicht weiß Emily eine Lösung. Genau, lass uns ein Wettrennen machen. Du gewinnst. Oh, oh, und dann ist der Ballon wie verrückt hin und her geflogen, kaum zu bändigen. Wir haben sie gerade noch sicher runterbekommen. Und der Spielplatz ist immer noch nicht fertig. Und das Einzige, worin wir uns einig sind, ist, dass wir in der kurzen Zeit niemals fertig werden. Emily, wir schaffen es nie, gut zusammenzuarbeiten. Aber ihr arbeitet doch schon gut zusammen. Hä? Nein, wirklich. Denkt an eure Ideen, um die Prinzessin aufzuhalten. Stoffe, Ballon, Blumen. Ihr hättet ihr zwar besser die Wahrheit sagen sollen, aber das... das war wirklich super Teamwork. Tja, jetzt, wo ich drüber nachdenke, das haben wir wirklich toll hingekriegt. Ja, deine Idee mit den Stoffen war wirklich fantastisch. Oh. Und die Sache mit den Schnutterblumen war einfach brillant. Okay, ich bin mir nicht sicher, ob ich wissen will, was eine Schnutterblume ist. Aber versteht ihr, was ich meine? Also? Ich denke, wir geben uns und dem Spielplatz eine zweite Chance. Das ist großartig. Aber es ist trotzdem noch ganz schön viel Arbeit. Braucht ihr vielleicht Hilfe? Dankeschön, das ist bärig lieb. Aber Himbeertörtchen und ich schaffen das so. Schließlich steht unser guter Ruf auf dem Spiel. Oh ja, und wir haben der Prinzessin gemeinsam versprochen, dass wir es machen. Dann müssen wir es auch gemeinsam beenden. Oh nein, wir haben kaum noch Zeit. Was machen wir jetzt? Wir könnten gemeinsam jedes einzelne Projekt fertigstellen und dann gemeinsam zum nächsten gehen. Wie findest du das? Gute Idee. Wirklich? Wirklich. Bärig beste Freunde sind immer füreinander da. Was auch immer wir zusammen machen, wir wissen, es wird wunderbar. Und fühlst du dich verloren, bist du doch nie allein. Kommst du hierher zurück, dann soll das dein Zuhause sein. Das ist meine Welt. Hier soll für immer dein Zuhause sein. Oh, seht euch das an. Am Arbeitsplatz schlafen. Immerhin ist die Arbeit fertig. Wow, es sieht fantastisch aus. Was für ein großartiges Team. Ich wusste, dass sie es zusammen schaffen. Seht, die Prinzessin kommt schon. Lasst uns schnell das Band festmachen. Es ist perfekt. Bärig perfekt. Prinzessin, würdest du bitte so freundlich sein? Hiermit erkläre ich diesen neuen Bärchenkindergarten für eröffnet. Gemacht. Wir haben nur die Schleife gebunden. Die beiden sind deine Verschönerungs-Superstars. Zitronella, Himbeertörtchen, ich liebe diesen Spielplatz. Er ist genau so, wie ich es mir gewünscht habe. Er ist farbenfroh, lebendig, stylisch und lustig, modern und doch altmodisch.
Dankeschön, Prinzessin. Und wir müssen uns für den ganzen Ärger, den wir gestern bereitet haben, entschuldigen. Es ist ja nichts passiert. Sie wollte nicht mal wissen, wer was gemacht hat. Sie war einfach nur mit dem Ergebnis zufrieden. Sie war begeistert vom ganzen Team. Und ich genauso. Dankeschön, Emily. Danke. Und ich kann es kaum erwarten, wieder mit dir zusammenzuarbeiten. Wie wär's, wenn wir zuerst an einem Nickerchen arbeiten? Oh. Ja, du hast es erfasst. Partner. Oh.